Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich euch gerne eine coole neue Box vorstellen. Und zwar wurde auf der Feel Beauty Homepage jetzt exklusiv eine Barbour Box gelauncht. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe euch vor ein paar Wochen schon mal eine Feel Beauty exklusive Box vorgestellt und ja, die liebe Jasmin hat mich angeschrieben wieder und gesagt, Mensch Claudi, deine Community ist ja ein riesengroßer Barbour-Fan-Gemeinden. Die hat das anders definiert, die hat das nicht so geschrieben. Ihr wisst, was ich meine, ihr steht auf Barbour. Und dann hat sie mich gefragt, Mensch, hast du nicht Bock, wir bringen jetzt bei uns auf der Homepage eine Barbour-Box raus. Möchtest du die nicht vielleicht deiner Community zeigen? Nebenbei kriegst du auch noch einen Code, 5 Euro Rabatt, Claudi-5, weißt du Bescheid, dann kriegt ihr die Box nämlich anstatt für 79 Euro für 74 Euro, ist ein Affiliate-Rabattcode, das heißt, eine kleine Provision verdiene ich da schon dran. Ne? Außerdem darf ich tatsächlich eine weitere Box verlosen, das ist diese hier, und ja, Warenwert 156 Tacken, das ist ganz schön viel. Ne? Also wie ihr seht, ich habe ja gesagt. Denn ganz offensichtlich fandet ihr die letzte Box halt auch ziemlich cool. Und ja, da war das Feel Beauty Team halt wirklich glücklich. Und die haben sehr hochwertige, coole Luxusmarken bei sich im Sortiment auf der Homepage. Da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Unter anderem natürlich Barbour, daher diese Box. Und ich habe euch auch vieles weitere beim letzten Mal vorgestellt in den Boxen oder in der Box vielmehr. Ich bin wirklich aufgeregt. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ne? Es gab ein Bild auf der Homepage, aber da habe ich mich auch nicht allzu sehr spoilern lassen. Ich habe halt überall Barbour gesehen, ne? Und mir gedacht, okay, ist cool. Barbour ist eine ziemlich geile Marke. Ich liebe die Ampullen von Barbour. Die haben auch richtig tolle Cremes. Also das ist halt wirklich eine Marke, die ist es halt einfach wert, ne? Für den Preis gekauft zu werden, weil die halt wirklich was mit dem Gesicht anstellt. Und ja, deswegen. So, habe ich irgendwas vergessen? Nein, habe ich nicht. Ich habe ein Kärtchen bekommen. Da hat die liebe Jasmin halt etwas geschrieben. Liebe Claudi, viel Freude mit unserer Feel Beauty Barbour Box. Eine limitierte Beauty Box. Wichtig, Leute. Deswegen ist der Code auch nur limitiert bis zum 3.9. Ne? Auch wichtig. Mit hochwertigen Topsellern aus dem Hause Barbour. Ich denke, sie wird dir gefallen. Smiley dahinter. Ich liebe Smileys und Herzen auf solchen Karten sowieso, ne? Wir freuen uns auf dein tolles Video und senden ganz liebe Grüße, Jasmin und Feel Beauty Team. Ich finde es einfach lieb. Und da ist ein Herz hinter, Leute. Also solche Karten, ne? Ist eine Wertschätzung. Wertschätzung finde ich unheimlich wichtig und das ist so schön, wenn man das bekommt. Okay, anderes Thema. Hier haben wir die Barbour Box und sie ist sehr groß. Also auch allein schon von der Box her etwas, was man super weiter verschenken kann oder als Geschenkkarton verwenden kann. Denn wenn man rein theoretisch diese Box kauft, kann man die natürlich für sich selbst als Geschenk kaufen oder halt zum Weiterverschenken. Ne? Ist gar nicht so verkehrt und ich glaube auch, dass 74 Euro, die man dafür ja ausgibt, je nachdem, was für eine Art von Geburtstag das dann ist. Ne? Wenn es so ein 60. ist, wie bei meiner Mom jetzt so gerade aktuell, ne, würde ich das schon dafür ausgeben. Aber das kommt halt immer so drauf an oder man tut sich mit der Clique zusammen oder sowas, wenn man der Person eine Freude machen kann. So, mit Liebe verpackt für Beauty. Das muss man auch wirklich sagen, es ist ja ein recht kleines Unternehmen, ne? Aber die machen das schon immer sehr, sehr schön und liebevoll. Also ich finde es einfach sehr persönlich und sehr schön und ja, sehr angenehm. Vorsichtig den Klebi öffnen. Denn ich nehme solche Boxen ja immer gerne auch weiter, um sie wirklich auch selber weiter zu verschenken, ne? Und das Erste, was mich hier anlacht, das finde ich einfach so geil. Das fand ich auch einfach bemerkenswert. Du hast hier in den Boxen als allererstes einen Geschenkgutschein drin über 25 Euro. Das heißt, von den 74 Euro, die du dann ja für die Box bezahlt hast, hast du schon mal 25 Euro als Wertgutschein. Das heißt, wenn dir irgendein Produkt aus der Box richtig gut gefallen hat oder du denkst, Mensch, irgendein Produkt vermisse ich in dieser Box, für 25 Euro kann man das auf der Homepage nachbestellen. Und das finde ich einfach schlau, weil wie oft habe ich das, dass ich so eine Box auspacke, ne, und mir dann denke, ach Mensch, das und das Produkt hätte vielleicht irgendwie noch mit drin sein können oder das hätte ich mir lieber gewünscht oder so. Und 25 Euro ist echt eine Stange Geld. Da kannst du echt nichts zu sagen. Das ist ein individueller Gutscheincode und das ist tatsächlich auch schon wieder handgeschrieben hier hinten drauf. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich diesen Geschenkgutschein nehme und den mit in die Gewinnerbox mit reinpacke. Das heißt, ihr habt dann zweimal 25 Euro als Geschenkgutschein. Ist das nicht krass? Plus die Produkte, die jetzt natürlich noch kommen, ne?
Es ist krass. Es ist wirklich krass. Okay, Feel Beauty. Da haben wir als allererstes so ein kleines, das hatten wir bei der letzten Box auch schon drin, so eine kleine Info, wie man das Pillow Spray, was hier drin ist, benutzen kann. Das habe ich noch nicht angewendet, das muss ich noch anwenden. Denn das ist so eine kleine Geschichte, die Feel Beauty dann noch aus dem eigenen Sortiment mit reingesteuert hat, weil die haben auch eine Eigenmarke. Und da ist dieses Kissenspray drin enthalten für einen erholsamen Schönheitsschlaf. Das finde ich einfach total charmant. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ich verwende das tatsächlich auch, also an und für sich Kissensprays, weil du immer so einen schönen, leicht lavendeligen, pudrigen Duft mit dabei hast, was alles irgendwie so mehr auf Wolken erscheinen lässt. Als würdest du wirklich auf so einer Lavendelwolke liegen und dann schön einschlummern. Ich mag das tatsächlich richtig gerne, weil ich das so gerne mag, sprühe ich das auch meistens nicht nur aufs Kissen, sondern ich... ja, auf die Bettdecken tatsächlich auch. Und ein Baby in meinem Bauch und darf ja nicht mehr auf dem Bauch schlafen, also muss ich mir so ein Seitenschläferkissen organisieren. Das hat vorher mein Freund gehört. Und weil ich nur einen roten Bezug dafür habe, oder zwei rote Bezüge, hieß es bei uns immer freundlich genannt die rote Wurst. Also das Seitenschläferkissen. Also die rote Wurst kriegt auch immer ein bisschen was Spritze davon ab. Ne? So, jetzt kommen wir mal zum nächsten. Manchmal teile ich hier auch Details mit euch. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr das wissen wollt. Barmore Cleansing, das Hü Oil und Phytoactive. Das sind so zwei verschiedene Produkte, die sollte man zusammen verwenden. 50 Milliliter von dem Hüöl und von dem Phytoactive sind das 30 Milliliter. Das ist quasi zur Gesichtsreinigung, dass du erst dieses Hüöl nimmst. Damit kannst du wirklich schön das Gesicht aufbrechen, das Make-up aufbrechen. Nicht das Gesicht, Leute. Und dieses Phytoactive Reactivating ist der Pflegezusatz für die Barbour Hüölreinigung bei anspruchsvoller, regenerationsbedürftiger Haut. Check, ist am Start, Leute. Ausgewählte Kräuteressenzen aus Blüten der Süßmandel, grünem Kaffee und Ginkgo Biloba durchfeuchten und vitalisieren die Haut. Jo. Mit Odermanning-Extrakt und speziell extrahiertem Apfelwasser. Das Ergebnis, die Haut erscheint porentief rein und rosig frisch. Das ist halt genau das, was ich ja auch gerne möchte, ne? Wenn ich mich reinige. Und die beiden Produkte kann man halt super in Kombi verwenden, sodass man da halt eine 1A-Reinigung für das Gesicht macht. Ich hatte das schon mal irgendwo auch in der Box mit drin und da verrate ich euch mal was. Ich habe das einfach genommen, ich weiß aber nicht, ob das richtig so war, ich glaube nicht, ne? Und habe das zusammengemischt. Einfach und jedes Mal geschüttelt. Es wurde dann immer so milchig und habe damit mein Gesicht halt gereinigt und es tat irgendwie echt gut. Ich glaube, das war verkehrt und vollkommen verschwenderisch, ne? Aber es hatte mir damals gut getan und gut gefallen tatsächlich. Genau, hier haben wir das Öl drin, hier haben wir dann dieses Phytoactive, ne? Um dann quasi nochmal die ganzen, ich denke, Zellregeneration anzuregen oder so. Ja. Schon mal ein guter Start, ne? Dann kommen wir zum Enzym-Cleanser. Den kann ich jetzt auch verwenden, weil in der Schwangerschaft keine Fruchtsäure gut ist. Und ich mache ja sonst gerne so Fruchtsäure-Peelings und so für meine Haut. Jetzt Enzym-Peelings, das ist gut für meine Haut. Und das ist für jede Haut. Das ist freundlich. Und wie viel haben wir denn hier drin? 20 Gramm, genau. Sowas finde ich auf jeden Fall schön, dass man hier auch ein Enzym-Peeling mit dabei hat, denn damit kannst du abgestorbene Hautzellen wirklich sehr, sehr sanft entfernen. Ne? Das ist vor allem halt auch für sehr sensible Haut gut geeignet. Es ist ein Puder, da machst du dir ein bisschen was in deine Hände halt rein in die und dann aufs angefeuchtete Gesicht. Meistens lässt du das so 2-3 Minuten kurz drauf, einfach damit sich das Ganze ein bisschen besser mit der Haut entfalten kann. Und dann kann man es einfach abwaschen. Ich verwende sowas gerne unter der Dusche. Und dann, also ich weiß nicht, es ist... Steht jetzt hier nicht drauf, dass man das so machen soll. Aber ich verwende das halt bei Enzympeeling so, ne? Steht bei mir unter der Dusche und nachdem ich dann so meine Haare gewaschen habe und während die Haarkur quasi einwirkt, gebe ich mir das dann auf meine Hände einfach, so ein ganz kleines bisschen, so ein kleines Häufchen nur und gebe mir das dann über mein Gesicht, habe das erst so drüber und dann schäume ich das so leicht auf und lasse es dann auch auf dem Gesicht. In der Zeit peele ich meinen Körper. Und dann wird einmal alles komplett runtergewaschen. Das funktioniert bei mir immer echt gut. Also ich finde es geil. Warum bin ich außer Puste? Keine Ahnung. Einen Marathon habe ich jetzt eigentlich nicht so gelaufen, ne? Ich rede halt so viel. Ja, dass man vom Reden außer Puste ist, das schafft
auch nicht jeder, oder? Jetzt komme ich zu was ich richtig geil finde. Ich liebe, wie schon gesagt, die Barbo-Ampullen. Und hier sind sie mit drin. Perfection Flawless and Radiance. Mm. 7 Ampullen mit 2 Millilitern jeweils drin. Ah nein, ich darf es nicht nehmen. Mit AHA. Tüdelü. Leider nein, leider gar nicht. Oh, das finde ich echt traurig. Barbo hat so schöne Ampullen. Exfoliating, Glow and Sensitive. Ja, aber nicht für Claudi. Claudi darf das nicht nehmen. 8% AHA. Ja, leider nicht. Schade. Und Salicylsäure haben wir auch noch mit drin. Nein, das darf ich nicht. Habe ich euch in dem Video auch schon mal erzählt, ne? Hm. Schade, Schokolade. Bewahre ich mir die auf für nach der Stillzeit? Muss ich mal gucken. Ach, ist das schade. Ich hätte Bock drauf gehabt, ne? Naja, okay. Wenn hier Fruchtsäure drin ist und Salicylsäure, dann jetzt aktuell bei diesen Temperaturen und den UV-Strahlen bitte nicht morgens verwenden, sondern eher abends. Und dann am nächsten Morgen richtig dickfett Lichtschutzfaktor auftragen. Denn diese Fruchtsäure peelt natürlich AHA, ne, auch Salicylsäure und macht die Haut in dem Sinne sonnenempfindlicher, weil ja quasi die oberste Hautschicht auch so ein bisschen runtergenommen wird. Genauso wie auch bei dem Enzympeeling natürlich. Und ja, da sollte man drauf achten. Ansonsten ja, wird die Haut zu sehr von der Sonne angegriffen. Ach, was würde ich dich gerne verwenden, Schätzelein, ne? Ach Mensch, Skinovage, die habe ich schon mal verwendet, die ist gut. Age Preventing Vitalizing Cream, ja, 15 Milliliter für müde Haut. Und da weiß ich noch, als ich die damals mal irgendwo aus der Box ausgepackt habe, habe ich auch gesagt, dass mich dieses müde Haut an Milch macht müde Männer munter erinnert hat. So, und ja, eine müde Haut werde ich wahrscheinlich so ab November haben, wenn der kleine Mann, also der winzig kleine Mann aktuell noch, eigentlich ist Sammy ja der kleine Mann, ne, auf der Welt ist, dann werde ich sehr, 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 sehr müde Haut haben und dann wird mir diese Creme sehr gelegen kommen. Vitalizing Cream 5.1 und ja, ne, Barbour, wie gesagt, hat einfach eine wundervolle Pflege, die ich euch wirklich nahelegen kann und da werde ich meine Freude mit haben. Die ist mit einem Beipackzettel drin, aber das Barbour teuer ist, das wissen wir alle, ne? Ja. Ja, okay, so. Jetzt kommen wir zu, ich glaube, den beiden letzten und den beiden teuersten Produkten, weil Dr. Barbour ist ja nochmal irgendwie so eine Stufe höher als das normale Barbour, ne? Da hauen die immer so richtig raus. Dr. Barbour Hydrocellular Hyaluron Creme 15 ml mit Hyaluronsäure, Hy3-Peptiden, Smooth and Supple Skin. Ja, also das nährt die Haut und macht sie geschmeidig. Das ist doch schon mal schön. 15 ml ist so eine Geschichte, die kann ich dann für 2 Wochen mal ausprobieren. Und ich finde, dass ich danach halt auch schon merke, ob die mir gut tut oder eben nicht. Ich meine auch, dass ich davon noch die ein oder andere haben müsste, sodass ich da dann auch gegebenenfalls den Anwendungszeitraum etwas verlängern könnte. Das finde ich klasse, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe eine sehr, sehr trockene Haut, ne? Und dann habe ich hier noch eine Creme. Das ist dann die dritte Creme, glaube ich, ja. Dr. Barbour Lifting Cellular Collagen Booster Cream. Und die ist halt wirklich dafür da, um zu glätten und alles jugendlicher aussehen zu lassen. 15 ml sind hier drin enthalten und die macht dann quasi einmal die Barbour-Ausbeute aus dieser wirklich wunderschönen lila Box perfekt. Also, Leute, ja, wir haben 3 Gesichtscremes hier drin. Ne? Das ist ein bisschen viel. Da muss ich auch mal kurz mal was zu sagen. Ist natürlich cool, dass du hier 3 verschiedene Cremes drin hast, einfach um zu gucken, welche zum Beispiel dir am besten gefällt. Das ist praktisch, bin ich ehrlich. Andererseits sind es halt 3 Cremes, ne? Sodass wir quasi von den 6 Barbour-Produkten, die hier drin enthalten sind, 3 Cremes drin haben. Da hätte ich mir gewünscht, noch ein bisschen Variation drin zu haben. Vielleicht auch ein bisschen dekorative Kosmetik oder so. Sowas, da stehe ich ja einfach drauf, ne? Ich habe jetzt auch schon das ein oder andere Lippenprodukt von Barbour, was richtig geil ist. Ein Bronzer habe ich von Barbour, ne? Also die haben schon schöne Sachen. Das wäre vielleicht alternativ eine ganz coole Nummer gewesen. Nur mal so als kleiner Tipp für das Feel Beauty Team. Aber an und für sich hast du hier einfach eine schöne Ausbeute, um einfach mal durch das Sortiment dich ein bisschen durchzutesten. Bin ich auch ehrlich. Und dann auch den 25-Euro-Gutschein mit dabei. Und dass du halt einfach für die Hälfte des Preises, ne, also quasi für 74 Euro, 156 Euro Warenwert, hast also quasi das Doppelte an Wert. Ich finde es geil. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Auch gerne, welches Produkt ihr in der Box alternativ drin gehabt hättet, was ihr euch mega gewünscht hättet.
oder ob euer Megawunschprodukt schon in der Box drin enthalten war, denkt auf jeden Fall an die Verlosung und schaut bitte, bitte, bitte gerne beim Feel Beauty Team vorbei. Schaut mal auf der Homepage vorbei, die haben echt coole Pflegeprodukte von vielen verschiedenen Marken und ja, das war es jetzt hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!